Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video GTA 3. Wir sind ja jetzt so weit, dass wir einen neuen Stadtteil eröffnet haben. Und, ja, dann an Auftraggebern haben wir ja, abgesehen von den Payphone-Missions, im Moment nur noch Mr. Das war ja klar, ne? Ja. Blöder Bulle. Bleib mal so. Was ich sagen wollte, als Auftraggeber haben wir, abgesehen von den Payphone-Missionen, nur noch Mr. Love. Und deswegen fahren wir jetzt noch kurz zu Mr. Love, machen von dem eine Mission. Und als nächstes, danach werde ich mich dann mal um den Payphone-Kram kümmern. Ja, dann mal gucken, Donald. Ui. Thank you for retrieving those packages, but they were only a decoy. Sorry about that, but that's sometimes the way in business. My real objective was hidden on the plane all along. Unfortunately, the port authorities seized the plane and were stripping it down until I intervened at great personal expense. Cross the bridge to Shoreside Vale and go to Francis International Airport. I've paid off the officials. My property will be waiting for you at the customs hangar in the aircraft fuselage. Ja, das klingt ja nicht so schwierig. Dann mal ab zum Flughafen. Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, was man in dieser Mission zu machen hat. Beziehungsweise was da vorfällt. Naja. Lass ich mich mal überraschen. Ah, Dinge. Ja, das heißt, die Brücke ist gerade oben, aber bis wir da sind, ist hoffentlich wieder unten. Schon wieder Unfall hier. Kann das nur passieren? So. Aha. Oh. Moment mal, da stimmt was nicht. Aha. Da stehen irgendwie diese Vans rum, das gefällt mir gar nicht. Aha. Und da stehen Kolumbianer rum. Und der eine Van fährt weg, das gefällt mir auch nicht. Ah, so. Wo haben wir ein Kartell ist hier, ja, in der Tat. Okay. Ja, fahren wir nochmal näher ran. Aber irgendwas ist hier im Gange. Noch mehr verdammte Axt. Na komm schon. Package should be in the plane. Mal gucken. Aha. Mal schnell die Waffe einsammeln. Aha, mal gucken, was hier los gewesen ist. Also, das ist Liberty Airport. Das sieht nicht gut aus. Das sind auch Airport-Leute. Aha, na super.
Kolumbianer haben wir umgelegt. Die sind schon. Okay, die sind schon weg. Morgan Merriweather. The package is gone. Track down the Colombians and retrieve it. Na, großartig. Ist hier noch jemand drin? Nein. Panlantic Construction, ja, die bauen noch dieses Riesending. Das ist ein Construction Yard in Staunton Island. Maybe they took the package there. Ja, da sitzen ja auch die ganzen Kolumbianer drumherum. Also haben wir da die Gangcars immer abgegriffen. Super. Was haben die denn mit dem Package von dem Mr. Love vor? Naja, wir werden sehen. Fahren wir erstmal zurück. Lasst mich durch. Dankeschön. Entschuldigung. So. So, hier ist tatsächlich die Construction Site, aber waren wir ja schon ein paar Mal. Aha. Und hier habe ich eine ganze Menge Kolumbianer gesehen, das gefällt mir gar nicht. Okay. Die werden wir schon mal los. Du hast damit nichts zu tun, aber dich erschieße ich trotzdem, weil ich dich nicht leiden. Naja, gut, dann nicht. Weil ich nicht treffe. So. Mal gucken. Okay, da sind die Autos. Und da ist der Van, okay. Okay, hier sind... großartig, hier sind noch mehr. Sind die da alle in dem blauen Ding? Da ist einer. So. Ist da noch ein, da noch welche? Ja. Also erstmal muss das Ding da weg. So, dann machen wir mal. I risque, gringo. I'm going to kill you. I risque, gringo. I'm going to kill you. You move, big man. I'm going to be
bist du Arsch. Haha. Ja, jetzt ist Nachladen gerade ein blöder Zeitpunkt. Na, come on. Okay, habe ich euch jetzt? Blöden Spruch macht. Okay, ich würde sagen, die hier haben wir gut zerteilt. Ja toll, wo denn? Das ist ja super, wo wo zum Henker seid ihr denn? Oh, du Arsch! Okay. Ich glaube, das waren alle. Dann schauen wir mal. Hey, let's get this out of here. Ah, Schatzi. God knows what it is, but he seems to want it badly enough, so it must be worth something. Who the hell? You! Hey, take it easy, amigo. No es nada, no es nada. I left you pouring your heart out into the gutter. Hey, don't shoot, amigo. No, no, no problem. We are friends. Ja, sie mag mich ganz offensichtlich noch. We got no choice, baby. Always got a choice, you dumb bastard. Hey. I'm sorry about the crazy bitch, man. They all the same, please. Por favor. Ach, crazy bitch. Die geht doch. But you've done me a favor. You're not the only one that has a score to settle with the cartel. Ah. This worm killed my brother. Das stimmt, das stimmt. Das waren wir nicht. Das war er. Das war er. I'll be operating on our friend here to extract information and a little pleasure. Sehr schön. You, drop by later. I'm sure I'll require your service. Please, amigo. Don't leave me here with her, man. She's psycho, chico, man. Please, amigo. Hey, amigo. Amigo. Ja, das, genau. Aber das ist gut. Das war das Kartell. Die haben einen Kartellcruiser benutzt. Der Attentäter war offensichtlich Kartellmitglied. Ganz, ganz klar. So, das sind jetzt hier alles unsere Freunde. Ihr hättet mal vorher da sein sollen. Das ist ja auch hier. Blöder Arsch. So. Ja, würde ich sagen. So. Muss ja nicht unbedingt den Yakuza-Mitarbeiter in dieser Situation überfahren. Aha, mehr Kartell. Oh. Dieser Wagen ist auch zu schwach zu allem. Dann machen wir mit Anlauf durch. So. Okay, ab zu Donald. Ja, das war der Wecker. Das passt also von der Zeit her ganz gut. So, wenn wir nicht ständig irgendwo gegenfahren würden. Also. So. Ja. Das war sehr erfolgreich. Dann werde ich hier mal gleich an dieser Stelle das Video schneiden und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.